Prominente, die obdachlos wurden und die du heute nicht wiedererkennen würdest. Das Geld kann schnell kommen für die Stars von Blockbuster-Filmen und Fernsehshows. It's so difficult for me to find a place. I would literally have to have something custom made, like on the beach, in the middle of the sand with no one around me. Aber wie sie alle auf die harte Tour lernen, kann es auch sehr schnell vergehen. Von Musiklegenden, die in Vans leben, bis hin zu Boxern, die in billigen Hotels schlafen. Wir werfen einen Blick auf Prominente, die obdachlos und unerkennbar wurden. Nummer 7. Natasha Lyonne. Natasha Lyonne hat eine wunderbare Karriere hingelegt, die Millionen von Fans auf der ganzen Welt hat, die sich alles ansehen, was sie spielt. Es gab jedoch auch Momente, in denen die Dinge nicht ideal für sie liefen und sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Sie ist sehr offen mit dem umgegangen, was sie als ihr kariertes Paket bezeichnet. In ihrer Karriere gab es viele Tiefpunkte. Unter anderem geriet sie wegen Trunkenheit am Steuer in Schwierigkeiten und verpasste Gerichtstermine. Der Tiefpunkt war 2004, als sie sich mit ihrem Vermieter wegen Lärmbeschwerden stritt. Der Schauspieler Michael Rapaport war ihr Vermieter und er war nicht erfreut über die vielen Mieter, die ihren Unmut über ihre lauten Partys geäußert hatten. Als Folge des Streits verlor sie schließlich ihre Wohnung und wurde obdachlos. Von da an hatte sie mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihr Leben in Gefahr brachten. Während dieser Zeit war sie nicht wiederzuerkennen. Im Alter von 27 Jahren begab sie sich in eine Entziehungskur und wurde im Jahr 2006 dann wieder nüchtern. Seitdem ist sie nüchtern geblieben und das hat sie ihrer Freundin Chloe Sevigny zu verdanken. Nummer 6. R. Kelly. Robert Kelly war einst einer der angesagtesten Sänger der Welt. Er verkaufte Millionen von Platten, aber nachdem er in ernsthafte Schwierigkeiten geriet, war er völlig pleite. Robert Kellys finanzielle Schwierigkeiten begannen, als er wegen einiger sehr beunruhigender Dinge, die er mit einer Minderjährigen gemacht hatte, mit einer Klage überzogen wurde, die ihn ziemlich hart traf. Der Fall wurde für $250.000 beigelegt. Gleich danach befand er sich mitten in der Scheidung von seiner früheren Frau Andrea Kelly. Andrea erhielt eine einmalige Zahlung von $1 Million, was einen großen Schlag für R. Kellys Bankkonto bedeutete. Darüber hinaus erhielt sie die $250.000 Unterhalt für ihre Kinder und zusätzlich $10.000 für die Alimente. Seine Scheidung und seine rechtlichen Probleme waren nichts im Vergleich zu dem Geld, das er an das Finanzamt zahlen musste. In seinem fast 20-minütigen Track I Admit, also ich gebe zu, ging er ausführlich auf die $20 Millionen Schulden ein, die er der Regierung schuldete und die es ihm unmöglich machte, sein Essen auf den Tisch zu bringen. Außerdem stand er am Rande der Obdachlosigkeit, nachdem er alle seine Autos verkauft hatte. Sein ganzes Geld zu verlieren war noch das geringste seiner Probleme. Zwischen 2019 und 2022 wurde R. Kelly mehrfach verurteilt und verbüßt derzeit eine 30-jährige Haftstrafe für die Verbrechen, die er an Minderjährigen begangen hat. Vielleicht kann er sich am Ende glücklich schätzen, wenn die Menschen dem Mann, zu dem er nach diesen abscheulichen Taten und ihren Folgen geworden ist, nicht wiedererkennen. 5. Loni Willison. Loni Willison war in den 2000ern ein berühmtes Bademodenmodel, das in unzähligen Magazinen erschien. Jeder hat sie wahrscheinlich schon einmal in seinem Leben gesehen, aber es würde nichts bringen, sie jetzt zu erkennen. Loni Willison ist überhaupt nicht wiederzuerkennen. Sie lebt auf den Straßen von Venice in Kalifornien und wurde mit einem glatt rasierten Kopf und einem Mund voller fehlender Zähne gesehen. Jüngste Fotos des ehemaligen Models zeigen sie, wie sie Einkaufswagen mit verschiedenen Dingen herumschiebt und aus Mülltonnen isst, um sich zu ernähren. Sie sagte, dass sie sich die Haare abgeschnitten hat, um weniger aufzufallen und dass sie einmal ein ganzes Jahr lang nicht geduscht hat, um sich schmutzig genug machen, um potenzielle Missbraucher abzuschrecken. Leider entwickelte sich ihre Sucht als Folge eines Angriffs ihres ehemaligen Ehemanns. Der Schauspieler griff sie an und würgte sie, während er selbst auf Drogen war. Nach diesem Angriff änderte sie alles an sich und ließ die Welt, die sie einst kannte, hinter sich. Freunde haben ihr angeboten, ihr bei einem Entzug zu helfen, aber sie scheint immer zu fliehen, bevor man ihr helfen kann. Nummer 4. Gary Glitter.
Es ist erstaunlich, wie sich Gary Glitter in jemanden verwandelt hat, dem kaum noch seine glamouröse Vergangenheit anzusehen ist. Von seiner Zeit als glänzender Umhangträger zu diesem gruselig aussehenden Typen, der aus den falschen Gründen im Rampenlicht stand. Ende des 20. Jahrhunderts verkaufte Gary Glitter mehr als 20 Millionen Platten und war im Radio 180 Wochen lang in den Charts. Mit der Zeit wurde seine Musik aus dem Rampenlicht verdrängt und er wurde mehr für seine abscheulichen Verbrechen bekannt. Gary Glitters Missetaten reichten aus, um den Leuten den Magen zu verderben. Er wurde mit illegalen Fotos in seinem Besitz erwischt und kam schnell ins Gefängnis. Unmittelbar nach seiner Zeit im Gefängnis bekam er noch mehr Ärger, weil er junge Mädchen in Kambodscha und Vietnam missbraucht hatte. Für diese Verbrechen wurde er zu 16 Jahren Haft verurteilt. Seitdem hat er in verschiedenen Hotels und Gefängnissen gelebt und nie einen richtigen Ort gehabt, den er sein eigen nennen konnte. Nachdem er nur 8 seiner 16 Jahre hinter Gittern verbüßt hatte, wurde er entlassen und nur 6 Wochen später geriet er in Schwierigkeiten, weil er versucht hatte, im Dark Web nach gewissen Services zu suchen. Nummer 3. Danny Bonaduce. Danny Bonaduce war einst der Kinderstar der Partridge Family. Jetzt in seinen 60ern mit Wohnsitz in Seattle hat Danny Bonaduce öffentlich über das unglückliche Leben gesprochen, das er im Rampenlicht geführt hat. Nach den größten Momenten seines Lebens war Danny in einer der größten Shows der 70er Jahre zu sehen, aber er konnte nicht genug Geld verdienen, um einen Hollywood-Lebensstil zu führen. Das schlimmste Schicksal ereilte ihn, als er sich schlafend hinter dem berühmten Grauman's Chinese Theater auf dem Walk of Fame wiederfand. Er sagte, dass er jeden Morgen aufwachte und durch einen Bogen ging, der ihn vor das Grauman's Chinese Theater brachte. Vor dem Theater musste er dann so tun, als gäbe es keine Probleme in seinem Leben. Er behauptete, dass er, sobald er durch den Bogen gegangen war, eine Berühmtheit war, die jeder kannte, aber niemand wusste, dass er direkt hinter dem Theater in seinem Auto schlief. Er war nicht nur obdachlos, sondern kämpfte auch jahrelang mit dem Drogenmissbrauch. Alle diese Probleme haben ihn im Laufe der Jahre belastet, sodass er mit Anfang 60 und nach einer Gehirnoperation kaum wiederzuerkennen ist. Nummer 2. Lizzo. Die Pop- und Hip-Hop-Sensation Lizzo antwortete in einem TikTok auf die Frage eines Fans nach ihrem Leben vor dem Ruhm. Der Fan fragte insbesondere nach der Zeit, als Lizzo obdachlos war und in ihrem Auto schlief. Sie fragten auch nach ihrer Einstellung zu dieser Zeit. Lizzo antwortete auf TikTok und sagte, dass sie nicht durchgehend positiv eingestellt war und nannte die Situation wirklich hart. Sie sagte weiter, dass es Zeiten gab, in denen sie das Gefühl hatte, dass es keinen Ausweg gab und dass sie sich nicht vorstellen konnte, was aus ihrem Leben werden sollte. Sie erinnerte sich daran, dass sie sich verängstigt und gebrochen fühlte. Der Gedanke, dass ihre Geschichte weitergeht, als nur in ihrem Auto zu leben, half ihr weiterzumachen. Die Gewissheit, dass sie auf ihr Leben zurückblicken und staunen würde, dass sie überlebt hatte, gab ihr die nötige Kraft. Das alles geschah, nachdem sie das College abgebrochen hatte, um sich in Hollywood einen Namen zu machen. Es dauerte 6 Monate, in denen sie in ihrem Auto lebte, bevor sich die Dinge für sie zum Guten wendeten. Heute ist Lizzo nicht mehr wiederzuerkennen. Ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit und die inspirierende Geschichte, die sie sich ausgedacht hat. Nummer 1. Live Garrett. In den frühen 70er Jahren war Live Garrett ein vielbeschäftigter Kinderschauspieler. Er machte sich einen guten Namen als Teenie-Idol, aber erst die Gelegenheit, eine Platte aufzunehmen, veränderte sein Leben, und zwar nicht zum Guten. Live Garrett wurde vor allem durch seine Auftritte in der Zeitschrift Tiger Beat über Nacht zu einer Sensation. Der Ruhm und das Glück hielten nicht ewig an und er kam schnell mit Drogen und Alkohol in Berührung. Jahrelang kämpfte er gegen die Sucht und nicht immer war er der Sieger. Es wurde immer schwieriger, die fiese Sucht zu besiegen. Nicht lange, nachdem er im Fernsehen behauptet hatte, nüchtern zu sein, wurde er erneut von verdeckten Ermittlern verhaftet. Während seiner gesamten Karriere hüpfte er von Ort zu Ort und versuchte, seine Sucht loszuwerden. Er trat sogar in der Fernsehserie Celebrity Rehab with Dr. Drew auf. Wenn du ihn heute sehen würdest, würdest du ihn nicht mehr als den Star erkennen, der er einmal war. Welche dieser Promi-Geschichten hat dich am meisten überrascht? Hinterlasse uns einen Kommentar und lass es uns wissen.
Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht ein Gefällt mir zu hinterlassen. Wir haben noch mehr Videos für dich. Klick einfach auf das nächste, das erscheint, oder schau auf unserem Kanal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.